Die On-Demand-Geschäftsmodelle geht darum, die Kunde wirklich im Fokus zu stellen. Und nicht mehr der Einzelhändler oder die Produkte, aber wirklich die Kunde in jedem Fall im Fokus zu stellen. Und das kann auf verschiedene Kanäle gehen. Das geht über das stationäre Geschäft, auch das Online-Geschäft und noch weiter dann eigentlich entwickelt das Multi-Channel-Geschäft. Und das ist eine der größten Herausforderungen für Retailer wie uns, auch für Department Stores. Wie können wir wirklich für die Kunden on demand eigentlich die Ware und wirklich die was die Kunde will, eigentlich zur Verfügung stellen? Ja, Kanada steht etwas weiter wie uns oder auch Amerika steht etwas weiter. Das ganze Thema Digitalisierung auf die Fläche spielt eine Riesenrolle. Und dann können wir sprechen über Click and Collect in die Filiale, über Ship from Store in die Filiale. Und das sind Sachen, dass wir Omnichannel-Player eigentlich in unsere Vorteile haben. Das ist nicht so einfach zu machen. Ship from Store hat auch in Kanada 2 Jahre gebraucht, das wirklich operativ zu installieren. Das ist auch eine unserer größten Herausforderungen für die Zukunft, zu sagen, okay, wie können wir eigentlich diese Vernetzung haben oder Shipping von der DC, von der Lager oder Ship from Store, um eigentlich die Kunden am besten zu bedienen. Aber die logistische Prozesse da hinten ist wirklich eine sehr große Herausforderung.